Body and Fit Just Whey in der Geschmacksrichtung Vanille. Ich habe das Proteinpulver hier mit Milch zusammengemischt und die Löslichkeit ist einwandfrei. Der Geschmack ist sehr gut gelungen. Es schmeckt süß, leicht cremig nach Vanille. Die Konsistenz ist leicht dickflüssig und man schmeckt überhaupt nichts von der Molke. Was zum Beispiel der Fall war bei Mammut Whey. Da hatte man die Molke sehr stark herausgeschmeckt und das ist einfach nur unangenehm. Ansonsten, im Wasser schmeckt es auch hervorragend. Da ist die Süße natürlich etwas schwächer als in der Milch und für diejenigen unter euch, die schon mal das Produkt hatten von MyProtein, die beiden hier sind im Geschmack sehr ähnlich, wobei das Vanillearoma war hier etwas intensiver und die Süße auch. Also zusammengefasst, der Geschmack ist sehr gut gelungen. Dann kommen wir mal zur Verpackung. Also wir haben hier so einen kleinen Standbeutel mit einem dünnen Druckverschluss. Der Druckverschluss lässt sich schwer verschließen und wenn man ihn einmal verschlossen hat, macht er keinen stabilen Eindruck. Ansonsten haben wir hier so einen blauen Messlöffel. Ein voller Messlöffel wiegt 28 Gramm und das ist auch die Verzehrempfehlung. Bei der Beschriftung ist fast alles dabei, außer einem Aminosäurenprofil. Also hier die Nährwerte und da unten die Verzehrempfehlung und die Zutaten. Dann schauen wir uns mal kurz die Zutaten an. Also wir haben hier einmal ein Molkeneiweißkonzentrat, dann haben wir einen Emulgator, das ist dazu da, dass man Fett und Wasser binden kann. Aroma und zwei Verdickungsmittel, einmal Xanthan und Guarkmehl. Beides ist unbedenklich, aber wenn man es in zu hohen Dosen also konsumiert, da kann das Xanthan abführend wirken und das Guarkmehl zu Bauchkrämpfen. Und zum Schluss noch ein Süßungsmittel. Ein Trennmittel wie Siliziumdioxid ist nicht enthalten, also sehr gut gemacht. Ansonsten hier die Nährwerte noch. Das sind ganz normale Whey-Protein-Konzentrat-Nährwerte. Wir haben hier 74 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. 5,3 Gramm Kohlenhydrate, das ist ein guter Wert. Normalerweise liegt der Wert dort bei 7 bis 12 Gramm. Und 7,3 Gramm Fett, das ist ein etwas hoher Wert. Aber zusammengefasst, ein ganz normaler Durchschnitt. Dann kommen wir mal zum Preis. Also der Preis schwankt, je nachdem, was für eine Variation man wählt. Man kann einmal so einen Standbeutel mit 980 Gramm kaufen oder so eine 1,9 Kilogramm Dose. Und Dose ist natürlich günstiger als der Standbeutel. Aber ich gehe jetzt mal vom Preis aus, von Standbeutel. Also hochgerechnet auf 1 Kilogramm wären das 14 Euro und noch ein paar Cent, das ganze Jahr über. Und damit ist das Produkt von Body and Fit und das von MyProtein am günstigsten zu bekommen, das ganze Jahr über. Da liegt der Kilogrammpreis bei 14 Euro. Und danach kommt das von ESN und Bodybuilding Depot. Und zum Schluss das von Peak. Wenn es diese Rabattaktion gibt, die es meistens fast immer bei Body and Fit gibt, dann geht der Preis sogar unter 14 Euro pro Kilogramm. Also ein sehr, sehr günstiges Produkt, was man das ganze Jahr über bekommt für diesen Preis. Ansonsten, Body & Fit hat noch ein Proteinpulver im Sortiment, das Whey Perfection. Und der Unterschied zwischen den beiden liegt einmal bei der Zusammensetzung, dem Preis und den Nährwerten. Also, das hier ist eine Mischung aus dem Isolat, Hydrolysat und Konzentrat. Das hier ist nur ein Konzentrat. Die Nährwerte sind hier ein bisschen besser. Und der Geschmack ist hier etwas künstlicher und der Preis ist höher. Das sind so die Unterschiede. Also mein Fazit, das Just Whey ist auf jeden Fall preislich gesehen ein sehr gutes Produkt. Vom Geschmack her ebenfalls ein sehr gutes Produkt. Man hat aber leider nicht so viele Geschmacksrichtungen zur Auswahl. Also das sind momentan nur sieben. Das muss man sich also im Klaren sein. Ich habe am Produkt nichts Gravierendes zu bemängeln, vielleicht mit der Verpackung. Man könnte dann anderen Verschluss benutzen und bei der Beschriftung könnte man auch das Aminosäurenprofil angeben, aber das war es auch. Also ein gutes Produkt zusammengefasst. Sehr gutes Produkt. Auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung von mir. Bis dann, Leute. Tschüss.